Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen die Keyword-Optionen von Google AdWords vorstellen, auch Match Types genannt auf Englisch. Sie haben drei primäre Keyword-Optionen, einmal die sogenannten weitgehenden passenden, die passende Wortgruppe und die genau passenden. Oder auf Englisch Broad Match, Phrase Match und Exact Match. Sie können das innerhalb von Google AdWords auch anpassen. Das heißt, Sie können zu jedem Keyword, was Sie definieren im Rahmen einer Anzeigengruppe, auch bestimmen, ob dieses Keyword dann weitgehend passend, genau passend oder in einer passenden Wortgruppe angezeigt werden soll. Wenn Sie das Eingeben des Keywords, dann wird es automatisch erst einmal auf weitgehend passend gestellt. Sie können das dann verändern, indem Sie entweder ein Pluszeichen davor setzen, dann ist es ein viertes Element, das sogenannte modifizierte weitgehend passende Keyword. Das heißt, das ist nochmal ein wenig eingeschränkter als das weitgehend passende. Sie können aber auch Anführungszeichen setzen auf dieses Keyword, dann ist es eine passende Wortgruppe. Oder Sie setzen das Keyword in eckige Klammern, dann ist es ein genau passendes Keyword. Gehen wir jetzt mal durch die einzelnen Keyword-Optionen durch. Weitgehend passende Keywords oder Broad Match. Wenn ich als Keyword definiere Tennisschuhe, dann wird eben meine Anzeige wird dann auch dann geschaltet, wenn es eben assoziative Begriffe drumherum sind. Also könnte es Ihnen auch passieren, dass beispielsweise die Anzeige geschaltet wird, wenn Tennisspielen eingegeben wird oder wenn Basketballschuhe eingegeben wird. Das heißt, alles, was im Rahmen von Sport und alles, was im Rahmen von Tennis relevant ist, kann eben dann auch zu einer Anzeigenschaltung führen. Broad Match ist immer dann sinnvoll, wenn Sie möglichst viel Reichweite bekommen möchten. Das heißt, Sie erhöhen darüber natürlich dann auch das Suchvolumen, weil Google mehr Möglichkeiten hat, eben Ihre Anzeige zu schalten, weil Sie ja den Raum über das weitgehend passende Keyword öffnen. Sie haben aber natürlich dann auch entsprechende Streuverluste. Der Modified Broad Match ist eine Option, die Google neu eingeführt hat und die das Ganze eben noch ein bisschen verkleinert. Das heißt, Sie sind dann bei Synonymen und bei ähnlichen Worten wird die Anzeige nicht mehr geschaltet. Das heißt, Sie können dort ein wenig spezifischer werben. Wenn Sie aber sehr genau werben wollen, dann sind die Keyword-Optionen Phrase Match und Exact Match für Sie relevant. Der Phrase Match, wenn Sie bei Google Tennisschuhe im Phrase Match definieren, dann kann eben davor und dahinter noch ein Begriff stehen oder auch mehrere Begriffe und die Anzeige wird trotzdem geschaltet. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie Longtail Keyword-Kombinationen haben wollen, also sehr lange Suchphrasen, die aber trotzdem Ihr Produkt abbilden. Beispiel, Sie definieren Tennisschuhe als Phrase Match, dann wird eben auch die Anzeige geschaltet, wenn jemand eingibt, rote Leder-Tennisschuhe oder günstige Tennisschuhe kaufen. Und so kann man das eben immer weiterspielen. Das heißt, Sie haben den Begriff Tennisschuhe, der ja Ihr Produkt umschreibt, schon definiert, genau definiert. Aber es kann ja sein, dass die Kunden eben Suchbegriffe eingeben, auf die sie jetzt selber gar nicht gekommen wären. Und das kann man eben mit dem Phrase Match ganz gut aussteuern. Beim Exact Match setzen Sie, wie gesagt, das Keyword in eckige Klammern und dann wird eben auch die Anzeige nur dann geschaltet, wenn jemand Tennisschuhe eingibt und nicht mehr. Also wenn jemand rote Tennisschuhe kaufen eingibt, dann wird die Anzeige nicht geschaltet, sondern nur genau dann, wenn jemand Tennisschuhe auch in die Suchmaske eingibt. Das ist eben immer dann sinnvoll, wenn Sie bei allen anderen Keyword-Optionen ein sehr hohes Suchvolumen haben. Und dann bietet es sich eben an, auch genau auf diese beiden Suchbegriffe
zu schalten. Nochmal zusammengefasst, also wenn Sie im Broadmatch schalten, haben Sie eben den Vorteil, dass Sie sehr viel Reichweite bekommen über sehr kurzfristige Anzeigenschaltung. Sie müssen aber auch entsprechendes Budget vorhalten und einsetzen. Und Sie haben mehr Streuverluste. Es ist aber weniger Arbeit, weil Sie eben nicht jedes einzelne Keyword definieren und aussteuern müssen. Je mehr Sie in Richtung Exact Match kommen, desto geringer ist der Budgeteinsatz, weil eben auch die Keywords sehr spezifisch auf Ihr Produkt abgestimmt werden können. Und desto geringer sind die Streuverluste, aber es ist eine Menge Arbeitsaufwand. Und da muss man eben einfach gucken, auch was will man und welche Ressourcen kann man vorhalten, budgetär und personell.